Hallo zusammen, das ist der Baschkraftmecke. Heute sind wir noch mal ein bisschen seriöser, also nichts mit nackt oder irgendwelchen Seich. Schauen wir mal. Haben wir hier wunderschöne Versinterungen. Haben wir hier schon die erste Höhle gefunden. Das ist die obere, ein bisschen kleiner. Das ist alles Nagelfluh. Vor vielen Millionen Jahren, als sich die afrikanische Kontinentalplatte unter die europäische geschoben hat, hat sich das Gebirge aufgetürmt. Hinter dem Gebirge ist die Platte abgesenkt und dann hat es eine Mulde gegeben, die ist dann mit Meerwasser vollgelaufen. Da drin hat sich Geschiebe von den Bergen abgelagert. Irgendwann war es entfallen, dann hat sich der Meeresspiegel abgesenkt und dann war dann halt der Nagelfluh da gewesen. Mit der Zeit ist er dann von Gletscher und Erosion und Flüsse ist er in die heutige Form gebracht worden. Ja, so ungefähr, ja. Also das ist jetzt so ganz interessant. Da liegt noch ein Oldtimer drinnen. Also letztes Mal haben sie noch relativ gut gebaut. Das Zeug ist eigentlich noch nicht so stark verrostet, obwohl der Lack weg ist. Jetzt haben wir auch schon die Unter- und grössere Höhle erreicht. Ja, sie sieht noch gut aus. Also, ich bin da jahrelang oben dran vorbeigelaufen und jetzt das erste Mal finde ich die, dank einem Hinweis. Jetzt stehen wir da schon unter dem Gubbel und tut sich da die Höhle ihrer ganzen Pracht auf. Schauen wir mal. Also, sie sieht jetzt noch relativ gross aus. Geht doch noch recht hinterher. Hey, cool! Ein Mega-Ding. Jetzt muss ich schnell die Taschenlampe führen. So, jetzt haben wir Licht. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen hindern. Also, ich hätte jetzt nie gedacht, dass sie so gross ist. Das ist jetzt wirklich eine vollwertige Höhle. Ja, komm, mal schnell raus. Cool. Da hat es noch Löcher. Sicher mal ein etwas gesucht und Schatz vergraben. Geil, dann haben wir dann noch ein paar Aufnahmen da rein. Was schön ist, die Höhle zeigt praktisch keine Spuren von Menschen. Also eigentlich sehe ich da nichts. Höhlen sind immer auch ein Lebensraum für Tiere. Und darum sollte man die einen einfach ein bisschen in Ruhe lassen. Das ist auch der Grund, warum der Baschkraftmecke nicht immer sagt, wo er ist. Ich sage mir immer, wer es will, der findet das auch. Und der Rest, der hat halt da nichts zu suchen. Was jetzt so ganz interessant ist, da liegen ein paar Knochen rum. Das scheint mir ein Rückenwirbel zu sein. Und das, ja, das sieht nach einem ausgenackten Markknochen aus. Also, man weiss ja nicht, von wann das wirklich ist. Also prähistorisch sicher. Jetzt noch ein Schädel. Liegen ein paar Rippen rum, ein Schlüsselbein. Cool. Geht es noch weiter, aber es ist verdammt schön. Jetzt haben wir hier auf der Seite wunderschöne Versitterungen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht reinstehe. Hat das so kleine Seele gegeben. Da hinten ist es ganz grün. Dann haben wir hier wirklich noch Tropfstein. Das ist schön. Am Schluss noch mal einen Blick aus der Höhle raus. Coole Sache. So, jetzt sind wir schon wieder fast oben. Was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, das ist nicht nur ein bisschen Nagelfluh. Der Nagelfluh ist in Alpenei bis zu 6 km dick, im Mittelland noch 3 und gegen den Jura läuft er dann langsam aus. Dann fängt jetzt die Jura-Gestein an. Ist ja interessant zu wissen. Ja, keiner auf die Seite. Ja, jetzt. So, liebe Leute, wir sind jetzt schon wieder am Schluss angekommen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Baschkräftet in diesem Hütli. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an Peti, der uns Holz zugetragen hat. Super Sache. Ciao zusammen.